Hi, herzlich willkommen zu diesem Video. Mein Name ist René. Wie ihr gerade im Zeitraffer gesehen habt und hier natürlich jetzt auch seht, Motor ist draußen. Warum ist der Motor draußen? Wo befinden wir uns gerade? Das würde ich sagen, erklären uns mal die beiden Jungs von wo seid ihr? SR-Turbotechnik. SR-Turbotechnik, genau. Ja, hallo, ich bin Arthur Schröder, das ist Sascha Sinz und gefragt, was wir so machen, würden Sie uns mal kurz vorstellen. Firma SR Turbotechnik, wir machen im Tuning-Bereich Umbauten, wir erfüllen Kundenwünsche, indem wir zum Beispiel einen Golf 7 auf RS3 Motor umbauen. Dann sagt der Kunde, okay, ich möchte noch ein bisschen mehr Leistung reinhaben. Wir haben zum Beispiel eingebaut mit GTX Umbau die Rohrkrümmer für die ganzen Umbauten, das fertigen wir auch selber an. Das macht Ladungskühler. Alles hier intern, ja? Genau, das wird alles hier intern gemacht bei uns im Haus. Sei es Ladeluftkühler bauen, die Edelstahl-Abgasanlagen, Downpipes, die Krümmer für GTX 35, Ansaugsysteme, das bauen wir alles hier bei uns im Haus selber. Dafür haben wir dann eine eigene Schweißabteilung, die dann die Produkte auch fertigt, sodass wir ja nicht auf extern angewiesen sind, sondern einfach alles hier selber machen. Und das Ganze haben wir dann auch noch TÜV vorgeführt. Im Bereich für die Golf 7R, zum Beispiel mit dem 5-Zylinder-Motor, haben wir das zusammen mit der Firma MTR, haben wir dann ein Gutachten gemacht, dass wir das auch alles eintragen können. Und das sind so unsere Arbeiten, die wir machen, halt viel Umbauten oder halt Leistungssteigerungen, auch sei es jetzt ein GDI-Clubsport oder ein R mit einem größeren Turbolader. Wir haben einen eigenen Prüfstand, wo wir dann auch die Fahrzeuge abgestimmt wird von der Firma MTR. Das sind so unsere Fachgebiete. Ja, zur Leistungssteigerung gehört ja auch meistens noch dazu, dass wir den Motor natürlich stärker machen müssen. Das heißt, wir verstärken den Motor auch. Das Zusammenbauen, Vermessen und so weiter und so fort, das machen wir hier. Die Motoren bohren und ruhen natürlich oder die Köpfe bearbeiten, da sind wir noch extern angewiesen. Prinzipiell können wir dem Kunden hier bei SR Turbotechnik eigentlich ein komplett Roundabout-Paket schnüren und es auch fertigstellen. So wie ihr das jetzt quasi bei mir auch macht. Genau, bei dir. Was bekomme ich denn jetzt für die Leute, die das Video von Philipp, wo wir das schon mal ein bisschen erklärt haben, noch nicht gesehen haben? Unten in der Videobeschreibung packe ich mal den Link und oben in der Infokarte auch. Für die Zuschauer hier, was genau machen wir an meinem Auto? Also, auf deinen Wunsch hin haben wir natürlich den Dieselmotor ausgebaut und werden auf einen Golf 7R Motor umbauen. Mhm. Das ist der 2 Liter TFSI mit 300 PS. Im Moment noch als DSG, aber wie dein Wunsch schon geäußert hat, du möchtest gerne Schalter weiterfahren. Genau, das heißt, soll auf jeden Fall ein Schalter bleiben. Ja, wir werden dein Schaltgetriebe übernehmen. Das passt 1:1 von dem Diesel? Das passt 1:1 an den Motor dran. Mhm. Was wir ändern müssen, ist natürlich die Schwungräder und die Kupplung, weil DSG hat sein eigenes Schwungrad und hat die Kupplung natürlich intern liegen. Und das Schaltgetriebe hat die Kupplung extern vom Getriebe. Das müssen wir anbringen an deinen Motor, den du da hast. Also den Golf 7R-Motor und müssen dann das Getriebe da wieder anflanschen. Wir werden schon eine versteckte Kupplung einbauen, weil der Diesel fährt ja nur mit 184 PS. Da gehen noch mal so 10-15% drauf, wo man sagen könnte, mit ruhigem Gewissen, die Kupplung hält, sie fängt nicht an zu rutschen, also dass der Kraftschluss zwischen Motor und Getriebe schlüssig bleibt. Mhm. Dadurch, dass der Golf 7R-Motor schon 300 PS hat, müssen wir eine verstärkte Kupplung einbauen, weil die diese Kupplung das selber so nicht schaffen würde, auf Zeit. Okay. Was ist jetzt genau der erste Schritt, den wir nach dem Motor ausbauen machen? Also den ersten Schritt, den wir jetzt so geplant haben, um das Technikpaket auch so schnell wie möglich wieder reinzubekommen, ist, das mit dem Getriebe in Angriff zu nehmen. Das heißt, dass wir die Getriebe tauschen, die neue Kupplung anbringen, das zusammenbauen. Danach werde ich mich um den Ladeluftkühler kümmern, weil du hast mit deinem Dieselmotor in der neuen Generation einen wassergekühlten Ladeluftkühler und keinen Luft-Ladeluftkühler. Das heißt, wir werden in der Front dein Kühlerpaket ausbauen. Passt das auch so einfach? Genau, das ist 1:1. Das ist das typische Volkswagen-Baukastenprinzip. Okay. Und werden das Kühlerpaket ausbauen, werden den Zusatzwasserkühler, der zwischen zwei Kühlern integriert ist, ersetzen durch den Luftladeluftkühler, werden das Ganze wieder einbauen, hängen dann den Motor rein und dann geht es schon rüber, Abgasanlage anpassen. Das heißt, dadurch, dass das ja ein Allradmotor war und du auch einen Allradhosenrohr hast,
Kommt es nicht ganz mittig im Tunnel raus, weil sonst ja die Kardanwelle, wenn es eine Golf 7R wäre, wegen der Allradverbindung nach hinten, läuft sie etwas weiter außen. Und das heißt, wir müssen einfach nur die beiden Wege miteinander verbinden. Das werden wir dann einfach mit einer Muffe und ein bisschen schweißen machen. Können wir das mal ganz kurz am Auto zeigen? Du hast ja normalerweise, wenn du einen Golf 7R hast, ja Allrad. Das heißt, wir hätten hier noch eine Kardanwelle. So, da wir die Kardanwelle jetzt nicht hier haben, aber nur ein Golf 7 Hosenrohr für Allrad, kommt es hier an der Seite raus. Das heißt, wir müssen diesen Teil hier nachher anpassen. Das ist aber kein Problem, das ist fix gemacht. Mhm. Hättest du einen Frontantriebshosenrohr, würde es auch noch nicht ganz passen, weil du schon mal adaptiert hattest auf deine Diesel-Downpipe. Ja. Weil das ist ja die GTI. Das ist jetzt eine GTI-Abgasanlage, genau. Die müssten wir, wenn es ein Frontantriebshosenrohr wäre, einfach nur zusammenschieben, dann hätte es gepasst. Und von der Leistung her passt das auch? Genau, also, von der Leistung her passt das. Wir sind die schon persönlich mit 360 PS gefahren, die Abgasanlagen. Das funktioniert. Alles darüber sollte getauscht werden wegen Abgasdruck. Ne? Mhm. Okay, gut. Das heißt, wir machen jetzt, die Getriebe werden jetzt getauscht? Genau. Ja, das würde ich sagen, zeigen wir mal direkt am Motor, ne? Wie du, zumindest, dass wir drüber reden, wie du das gemacht hast oder wie du das machen willst. Genau, genau. Also, wir haben hier einmal den Golf 7R Motor, den 2 Liter TFSI, dritte Generation. Und der hat natürlich jetzt noch das DSG-Getriebe dran, ne? Das DSG-Getriebe wird natürlich einfach nur abgeflanscht. Wir flanschen dein Getriebe zugleich auch schon ab, ziehen die Kupplung schon mal runter, dass wir da die ganzen Sachen zusammen haben, die wir brauchen. Wenn das ab ist, schraube ich hier auch das Schwungrad ab, setze dann die neue verstärkte Kupplung auf und schraube einfach dein Getriebe wieder dran. Mhm. Das passt auch Plug and Play, weil die Blöcke dieselben Anschraubpunkte haben. Okay. Was für eine Kupplung nehmen wir da? Hast du da schon was im Kopf? Wir haben da im Kopf eine Sachs-Kupplung. Wir wollen gucken, dass wir auf 2 Masse bleiben, aber als verstärkte Version, auch mit verstärkter Mitnehmerscheibe und Druckplatte. Mhm. Einfach um den Komfort beizubehalten. Man hat ja oft bei den Einmassenschwungrädern, dass sie dann klappern und jeder denkt, man hat einen Getriebeschaden, und das wollen wir damit nicht umgehen, sondern es wird damit ja nicht entstehen, weil wir die zweite Masse ausgleichen können. Ne? Mhm. Das heißt, so rein theoretisch nur Getriebe tauschen mit der Kupplung zusammen und dann könnte das Paket rein theoretisch auch schon wieder rein. Genau. Verstärken müssen wir, weil die Kupplung halt... der Wagen hat ja vorher 184 Diesel PS. Es ist zwar ein bisschen mehr Drehmoment, Sie können 10-20% mehr Drehmoment nachher können Sie tragen, aber wir gehen da einfach auf Nummer sicher, dass die Kupplung nicht irgendwann rutscht, dass der Kraftschluss immer bestehen bleibt. Ne? Mhm. Okay. Sicherheitsaspekt, und man könnte daraufhin auch nachher noch durch vielleicht mal spätere Softwareoptimierung oder vielleicht noch ein bisschen mehr Leistung als eine Optimierung, da hat man das Kupplungspaket schon fertig und braucht nicht extra nochmal ausbauen. Ne? Okay, und dann, aber das sehen wir im nächsten Video, machst du noch so ein bisschen Elektronik zum Beispiel? Was heißt ein bisschen? Wie aufwendig ist das ungefähr? Es ist ein bisschen aufwendiger als bei den normalen Golf 7 Produkten, die wir auf 5-Zylinder umbauen. Benzin auf Benzin ist ähnlich. Es gibt nur ein paar Kabel, die, was heißt ein paar Kabel? Ein ganzer Steuergerätstecker muss natürlich umgepinnt werden. Bei einem Diesel durch die Überwachung, die da überall dran ist, hat man halt wesentlich mehr Kabel. Man muss zuerst die Schaltpläne aufschlüsseln, muss gucken, dass wir die Schaltpläne auch aus beiden Motoren so zusammenkriegen, dass jeder seine passende Sicherung hat, dass jeder, also jeder Aktor oder sonstiges am Motor seine passende Sicherung hat, sein passendes Relais, dass es mit der Kraftstoffpumpe nachher alles agiert, dass die ganzen Fahrsysteme, Fahrhilfssysteme, wie zum Beispiel viele verzichten halt gerne nicht auf ihre Fahrhilfen, wie zum Beispiel GAA oder Abstandswarner oder GAA mit Abstand und so weiter und so fort, dass das halt alles nachher funktioniert. Ich sehe die Bremse gerade im Hintergrund. Die müssen wir ja nicht tauschen, weil das schon eine TTS-Bremse ist, ne? Genau, also die TTS-Bremse reicht aus. Also wenn wir einen Golf 7 auf TTS umbauen, ist sie ja schon größer, als wenn es Serien-Golf 7R-Bremse wäre. Ne? Hinten müssten wir gucken, ob die Bremse dazu passt. Wenn nicht, sollte man vielleicht da die Golf 7R-Hinterradbremse mit benutzen, um es einfach TÜV-konform zu machen. Okay. Ich würde sagen, dass wir den Rest uns noch ein bisschen für später aufheben, um da auf genaue Details einzugehen. Ihr könnt ja mal unten in die Kommentare einfach schreiben, was ihr so sehen wollt von diesem ganzen Umbau. Dann werden wir das natürlich
machen. Und ich werde das mit den Jungs zusammen vor der Kamera dann besprechen, dass wir da einfach eine runde Sache draus machen. Danke euch fürs Zuschauen. Vergesst nicht zu abonnieren, damit ihr nichts verpasst. Bis zum nächsten Mal. Ciao.